So, welcome back. Und wer sich gewundert hat, warum im Hintergrund dieses Rauschen weg ist, ja, ich habe mir mal die Mühe gemacht, meinen Rechner ein bisschen sauber zu machen. Ich glaube, ich habe das in einem anderen Let's Play sogar schon gesagt, in dem Doom Let's Play oder so. Mein Rechner, der hat ja jedes Mal auch komplett aufgeholzt, sobald ich irgendwas gemacht habe. Das lag daran, die Gegend hier, wo ich wohne, Königswusterhausen, ist sehr, sehr staubig. Hier fliegt wirklich extrem viel Staub durch die Gegend. Sobald man hier irgendwas hinstellt und den einen Tag stehen lässt, man sofort instant eine richtige Staubschicht drauf. Das Problem ist, Rechner mögen das nicht so sehr. Und der Lüfter von meiner CPU, also praktisch der CPU-Boxkühler, das war ja ein Schmaus, da war quasi richtig ein Teppich drauf. Und das ist natürlich klar, wenn da keine Luft zirkuliert, dann ist natürlich die Wärmeabfuhr auch eher geminderter Natur. Und nun kann ich von Glück reden, dass ich Linux habe und einen AMD-Prozessor. Linux verbraucht relativ viel wenig Ressourcen und AMD hat so schon relativ viele Reserven, was das Temperaturmanagement angeht. Zumindest bei der Prozessorfamilie, die ich hier habe, könnte jetzt langsam mal wachsen oder was. Dementsprechend ist der Rechner nicht immer abgestürzt, wegen weil es zu heiß, aber der Lüfter hat immer aufgeheult und hat versucht, der Luft zu scheffeln. Und jetzt kann er das auch und dementsprechend heult er nicht mehr auf, sondern bleibt halt schön ruhig, weil er jetzt auch selbst unter Volllast auf gerade mal noch 50 Grad bleibt. Also jetzt ist wieder alles im grünen Bereich. Da stimmt irgendwas nicht, oder wie wachsen die Bäume hier nicht? Hallo? 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 Yay! Mach ich gerade irgendwas falsch? Also es ist Sonne da, hier ist auch noch so Schatten. Warum wachsen diese verfickten Bäume nicht? Wenn alle so lange brauchen, können wir einpacken. Okay. Baum. Ich meine, auf dem Mindclone-Server, da gab es mittlerweile auch schon Leute, die gesagt haben, die Sachen wachsen irgendwie relativ langsam. Kann scheinbar sein, dass sie jetzt mit Version 5.0, also jetzt mein Test, irgendwie die Wachsrate drastisch runtergesetzt haben. Das ist ja hier. Wow, ein Baum. Das kann das nicht angehen, da brauchen wir ja eine Ewigkeit. Okay. Dann pflanze ich ein bisschen gleich mal die nächste Reihe. Wenn die Bäume so lange brauchen, dann ist das ja alles andere, wäre dann ja katastrophale Irisierung. Ne? Wollen wir ja nicht. Danke, danke. Danke. So, danke, danke. Wow, passt dir genau. Zwischen die Lücken. Nice. Was machst du hier, Junge? Wieso kam gerade keine Angriffskurve? Oh! Die hat das Gras unter dem Gras gegessen. Digga, Magie? Okay, wir haben ein bisschen Fleisch. Danke. 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 Was liegt klick? alles gut. Verfickter Fick. Warum ist das hier Linksklick? Ey, ist ja schlimm. War das schon immer so? Ich bin irritiert. I need a doctor. So, du kommst noch da, du kommst noch da. Sehr schön. Ich habe absolut keinen Plan mehr, wofür wir die Baumwolle überhaupt noch brauchen. Bett haben wir ja. Gab es noch was anderes? Beziehungsweise du bleibst da, du kommst weg. So. Bam. Ach ja, siehst du, einmal Samen aufheben für die Katze. Oder sicherheitshalber noch mal ein bisschen mehr. Keine Ahnung, wie viel die brauchen, um gezähmt zu werden. Da ist sie noch gewachsen. Ich
Ich weiß gar nicht, braucht man hier Namstag oder sowas? Ja, braucht man. Scheiße. Wir brauchen dazu schwarzen Farbstoff. Achso, kriegt man aus Kohle. Okay. Gut. Ansonsten. Oh. Black Tulpe? Also, was gibt's hier? Nice, habe ich noch gar nicht gesehen. Einmal Papier. Okay. Also, String kriegen wir. Siehst du, ist doch gut, dass wir die Baumwolle anpflanzen. Und für Papier brauchen wir Papyrus. Haben wir hier in der Nähe Papyrus? Mir war so. Wobei, ganz ehrlich, mein Gedächtnis hier bei dem Server sowieso eher so lückenhaft. Weil ich muss ganz ehrlich zugeben, die einzigen Male, wo ich den Server in letzter Zeit besuche, ist für die Let's Play-Aufnahme. Heißt also einmal alle zwei Wochen. Da können schon gewisse Gedächtnislücken auftauchen. Hab ich mir sagen lassen. Gut, erstmal Katze. Katze ist weg. Müssen wir also neu suchen. Okay. Ansonsten, wie sieht Brot aus? Gebacken. Sehr schön. Hä? Ja, hab ich rausgenommen. Okay. Gut, dann kommst du da rein, du kommst da rein. Und wir brauchen einmal Farbstoff. Da. Dankeschön. Dann brauchen wir Wolle. Wolle kriegen wir hier raus. Oder auch nicht. Ach, leck mich doch. Ach, wow, man muss übereinander machen. So, danke. Gut, jetzt haben wir schon mal das. Gibt es für Papier noch ein anderes Rezept? Nein. Das hier? Oh! Okay. Also ich habe hier echt alle Privilegien. Nice. Werden wir natürlich nicht nutzen, ganz klar. Ja. Wir brauchen Styropor. Quatsch. Was ist denn hier für eine Scheiße? Wir brauchen diese komischen Dinger, die hier aus dem Boden wachsen. Mann, Papyrus. God damn it. Damn it. Damn it. Damn it. Die Frage ist, wo wächst Papyrus? Eigentlich am Wasser. Ja, und hier was uns jetzt natürlich eher weniger Freude macht. Es gibt jetzt ganz viele neue Features, was so den Map-Generator angeht. Heißt also, unter Wasser pflanzen uns die ganzen Kackgedöns. Nur uns bringt es ja hier alles leider nichts, weil die Map ist ja bereits generiert. Von daher wird sich da an der bestehenden Welt natürlich nichts ändern. Wir haben hier eine Wüste. Seit wann das denn? Ist sie schon immer hier? Ist sie gespawnt? Hallo? Wo ist der Silver Sand? Da sieht man, ich habe keinen. Alter. Fuck! Ich brauche ein Fernglas. Aber das ist Silver Sand. Wer den Farbunterschied merkt, ich weiß nicht, was noch bei dem, nach dem Video kodieren noch durchkommt. An Informationen. Hier sieht man es. Da. Normaler Sand, Silver Sand. Normaler Sand, Silver Sand. Deutsch, Englisch. Silver Sand klingt wie so scheiße. Okay. Sieht interessant aus. Okay. Was auch noch geil wäre, aber ich glaube mal, das würde jedem Rechner zum Absturz verhelfen, wenn man in dem Moment, wo solche Berge gespawnt werden, also hier generiert werden, meine ich jetzt, dass praktisch bei jedem Block erstmal dieser Active Modifier durchkommt und guckt, ob was runterfallen kann, sodass solche Rechner beim Spawn solche Dinger einfach komplett runter rieseln. Aber eben, da müsste praktisch das erstmal nach dem Generieren der Welt, was so schon eine Leistung braucht, noch ein Sweat durchgeführt werden, der dann nochmal Leistung braucht, denn ja, die Welten generieren so schon relativ langsam. Wobei ich persönlich eigentlich so kein Problem habe, bei meinem Rechner geht es relativ schnell. Aber ich merke zum Beispiel, wenn ich mich jetzt sehr schnell bewege, also so hier zum Beispiel, dann, ja, dann merkt man doch schon, wie das mit dem Generieren auch durchaus mal Zeit brauchen kann. Ach du Kacke. Brauchen kann. Das Eisen. Eisen. Kommen wir da runter? Nee, ne? Fuck. Ich will da aber runter. Da flucht da Ficky Fick. Hm. Na gut. Gibt es hier eigentlich eine Map? Map. Ja, gibt es. Die Frage. Achso, na klar, das ist ja der bloß, um hier um das Ding anzuzeigen, diese Mini-Karte da. Heißt also, die bringt uns jetzt an sich erstmal gar nichts, da kann man garantiert keine Karten, keine Sachen eintragen. Nicht, dass ich wüsste. Mal gucken. Ja, komplett ohne Funktion. Das ist nur hier oben für das Ding, damit man hier halt diesen Radar benutzen kann.
Ansonsten hat das Ding halt keine Funktion, von daher. Schade eigentlich. Aber gut. So, siehst du, jetzt geht das Ding auch ungleich wieder weg. Tada, und weg ist es. Und jetzt können wir es auch nicht mehr benutzen. Hier unten Übersichtskarte momentan vom Spielmod deaktiviert. Genauso kochen wir halt für den Zoom. Halt jetzt das Fernglas. Ist auch neu drin. Das heißt also, Privilegien ja, bringen einen da jetzt nichts mehr, sondern man braucht wirklich auch, wenn man Server-Admin ist, immer noch diese Tools. Glaube ich zumindest. Ich kann auch noch mal gucken, ob ich einfach neue Privilegien hier eingeschlichen habe. Grant. Walker, Quatsch, mach ich denn da? Ronix. Oh. So, mal gucken, wie ich setze. Ah, okay, es gibt einfach nur neue Privilegien dafür. Lol. Ja, boah, lol. Okay. Okay, gut. Dann. Vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Server Areas? Kenne ich alles, aber was ist dieses UI-Interface? Full User-Interface? Das Privileg kenne ich gar nicht. Ansonsten, was ist neu drin? Creative. Ja, Creative ist ja das Ding, dass man jetzt hier, dass man praktisch, ja, das ist dumm. Genau. Heißt also, wenn man uns jetzt gerade geguckt hat, ändert sich da nichts mehr, weil ich bin jetzt im Creative-Modus. Ich kann also mit allem alles abbauen. Das möchten wir hier natürlich nicht benutzen, deswegen werde ich das Ding gleich mal wieder wegnehmen. Revoke. Onyx. Kreativ. So, und jetzt ist wieder ganz normal. Wenn ich hier was wegnehme, dann bleibt das auch. Also, dachte ich zumindest. Jetzt kann ich weggenommen. Ach, ich habe ihn eh vergessen. Jetzt ist er weg. Ja, sieht so aus. Genau, jetzt ist wieder ganz normal. Heißt also, jetzt brauche ich wieder mein Inventar, wenn ich Sachen baue. So ist das Classic. So. The question is, wir suchen immer noch nach diesen Dingern. Eigentlich nach hier, nach Papyrus. Und so viel, wie ich jetzt hier gerade rumgerannt bin, wow, sieht das geil aus. Ich weiß jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr, wo unser Haus ist, aber es ist irgendwie in die Richtung da hinten. Wenn ich mich nicht ganz irre. Hallo, Papyrus? Ja, dann Papyrus. Wow. Ja, und auch die Physik beim Spiel hat sich drastisch geändert. Und zwar richtig drastisch. Heißt also, man wird das, wenn man sehr schnell fällt, im Wasser zum Beispiel gar nicht mehr so schnell abgebremst wie vorher. Und was man auch noch, das kann ich euch auch gleich mal zeigen, hier, das ist das, was ich meinte, jetzt, wenn man im Wasser sich bewegt, dann vergesst, was ich gesagt habe. Jetzt. Dann bewegt man sich so, wie man guckt. Heißt also, jetzt schwimme ich nach unten, jetzt nach oben und so weiter und so fort. Und wie gesagt, beim Fliegen ist es jetzt, wie gesagt, genauso. Da fliegt man jetzt so, wie die Kamera gerade gesteuert ist. Ist relativ geil. Gerade wenn man hier große Landschaften hat, ist das schon krank. Nur wenn man halt die andere Steuerung gewöhnt ist, dann kommt man halt mit der Steuerung komplett durcheinander. Und ich bin zum Beispiel gewohnt, dass wenn ich jetzt hier bin und jetzt die Springtaste drücke, dass ich dann wirklich gerade nach oben gehe. Aber wenn man diesen Nick-Modus aktiviert hat, dann, ja, ist das gerade nach oben gehen. Ist also auch relativ zur Kamera. Und weil ich gerade für Markieren von Bereichen lieber darauf vertraue, dass ich wirklich bei dem, den gerade nach oben gehe, deswegen habe ich lieber die alte Steuerung aktiv. Oh, sieht das hier geil aus von so weit oben. Oha. 3 Frames pro Sekunde? Ja, that makes sense. So etwas nennt man Diashow. Bitte nicht runterfallen. Genau, von da kamen wir. Wir brauchen echt mal ein bisschen Papier. Wow. Ja, man sollte ein bisschen aufpassen, ne? Ist jetzt mal ein bisschen Papyrus oder sowas? Hallo, Papyrus. Hey, der Papyrus. Ah, Papyrus. Papyrus. Ah, da waren wir vorhin. Ach Gott, ey. So war das jetzt nicht geplant. Ach du Scheiße. Autsch. Ah, und hier kommt Rudersand.
Oder dieser Desert Stone. Und hier kommt Desert Stone. Ja, ja eben. Desert Stone, nicht schon wieder. Das, Desert Sand. Dessert Sand quasi kann man zu Speisen dazu bereiten. Wenn man ein Dessert verspeist, dann einfach noch ein bisschen Sand drauf streuen, hat man Dessert. Okay. Ja, in der nächsten Folge gucken wir uns diesen Dungeon an. Ach ja, die Dinger sind auch neu. Gibt es jetzt richtige Kaktus und wenn man die Dinger fällt, gucken wir uns auch in der nächsten Folge an. Bekommt man mit Special Samen. Und ja, schauen wir uns vor.